Und damit ein herzliches Willkommen zu Super Mario Bros. In Japan erschien Super Mario Bros. Am 13. September 1985, doch am 14. Juli 1993 erschien eine All-Stars-Version, die nicht nur Super Mario Bros., sondern auch The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 und Super Mario Bros. 3 beinhaltet. Genau diese All-Stars-Version spielen wir jetzt. Ja, es gibt eigentlich nicht viel zu dem Game zu sagen. Ich denke, die meisten Leute kennen Super Mario. Mal ganz ehrlich, wer kennt es nicht? Oh, wir haben 5 Leben. Das ist nice. Ja. Aber es gibt tatsächlich auch Menschen, die kein Super Mario Bros. Kennen. Auch wenn es eigentlich das bekannteste Mario-Spiel überhaupt ist. Genau deshalb habe ich beschlossen, dieses Let's Play zu starten. Ein anderer Grund ist, ich habe einfach enorm viel Bock auf dieses Let's Play und wollte es schon seit Ewigkeiten machen. Ja. Hab mal wieder die beste Grafik rausgesucht, die geht. Ich hoffe, das ist perfekt so. Und ah, ich merke schon, wir haben ein bisschen Soundbugging, aber das ist nicht so schlimm, glaube ich. Hier ein paar Münzen. Ach genau, ich muss noch die, ja genau, das ist ein Stern, also der macht dich unbesiegbar. Ich habe ihn verpasst. Krass. Okay, also, normalerweise mache ich ja immer Blind Let's Plays. Nur zur Info, ich habe Super Mario Bros. Schon gespielt. Also in diesem Fall kenne ich das Spiel schon in- und auswendig. Ich habe es nur noch nicht an der All-Stars-Version gespielt. Das ist das erste Mal, ich spiele das auf PC. Und hoffe, dass ich nicht Game Over gehe. Ich habe es sonst immer nur an Game Boy Advance gespielt. NES. Aber die Version beeindruckt mich schon sehr, muss ich sagen. Und damit direkt das zweite Level. Eine Unterwelt. Ja, genau. Es gibt auch Unterwelten. Ich glaube genau 3 in diesem Spiel. Nee, Moment mal. Wie viele sind das? Nee, nur 2 tatsächlich. Nur 2. Ah, jetzt buggt's schon wieder. Ich hoffe, in der Aufnahme läuft es besser als hier, nämlich. Schön hört sich das nicht an. Ja. Und hier kann man theoretisch, wenn ich da hochkomme, kann man theoretisch das Level überspringen, indem man hier oben langläuft. Mache ich aber nicht. Hier unten ist noch ein Stern. Kann ich euch jetzt endlich mal zeigen, was der kann. So, genau. Wir können einfach gegen Gegner laufen. Das macht uns nichts. Die Gegner hier heißen übrigens Goombas. Die solltet ihr auch kennen. Wenn ihr sie nicht kennt, dann seid ihr sehr seltsame Menschen, ja. Perfekt. Da ist eine Blume. Gibt uns 1000 Punkte, aber sie bringt uns eigentlich nichts, denn wir haben ja schon eine. Mit einer Blume können wir Feuerbälle schießen. Perfekt, und hier oben ist ein One-Up. Ne, was habe ich jetzt gemacht? Ah, Mist, ich muss da wieder hochkommen. Wartet. Flex, flex. Ich habe es trotzdem geschafft, da hochzukommen. Dieser Trick ist so nice, wirklich. Ich liebe diesen Trick, da hochzukommen. Einfach hinstellen, bis du fast aus dem Screen draußen bist und dann kannst du einfach hochhüpfen. Merkt euch diesen Trick, der kann manchmal richtig hilfreich sein, vor allem im letzten Level. Ich werde euch noch zeigen. Aha. Jetzt habe ich da den Münzblock übersprungen, weil ich. Okay, die Zeit läuft uns davon. Da oben seht ihr, wie viel Zeit wir haben. Time 70.
wenn ich da oben weitergehe, erreiche ich einen Teleporter, also so eine Warp Zone. Die kann mich in Welt 2, 3 oder 4 teleportieren. Werde ich aber auch nicht nutzen. Ich will euch jedes einzelne Level ja zeigen. Ich will hier nichts überspringen. Und damit erreichen wir schon Welt 1, 3. Das Level ist vor allem bekannt dafür, dass man hier oft runterfallen kann. Ich hoffe nicht, dass ich runterfalle. Das war jetzt schon knapp hier gerade mit diesem Cooper. Und vor allem die Stellen hier sind fies mit diesen schwebenden Platten. Ah, wie lange mache ich den Part? Ja, ich habe beschlossen, dass so 10 Minuten oder so. Immer 4 Levels umfassen eine Welt. Das seht ihr hier oben bei World. Jetzt sind wir gerade in Welt 1-3. Als nächstes kommt noch 1-4. Und dann geht es schon in Welt 2-1. Ist ein bisschen verwirrend, aber ich habe es nicht ausgesucht, also. Und jetzt erreichen wir ein Schloss. Ein Castle. Und auf dem Titelbild habt ihr gerade schon Bowser gesehen. Ich weiß, in Super Mario Bros. Sieht er ein bisschen sass aus. Das kriegen die in den heutigen Spielen auch besser hin. Und das macht mir ehrlich gesagt jetzt auch ein bisschen Angst, denn ich habe noch nie die All-Stars-Version vor allem am PC gespielt. Habe ich noch nie gespielt. Noch nie. Ah, sogar das Feuer ist unterschiedlich. Und es hängen sogar Bilder von Bowser an der Wand. Wie cool. Das gab es damals in der Game Boy Advance Version auch nicht. Also die Bilder an der Wand. So. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum war der Boss so einfach? Ja, es ist das erste Castle. In der zweiten Welt wird es wieder ein Castle geben, genau im vierten Level, in der dritten wieder, in der vierten wieder, in der fünften und so weiter. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt, aber ich glaube, das Level 2-1 schaffen wir noch. Oh, an dieser Stelle nicht vergessen zu liken und zu abonnieren, wenn euch der Kanal gefällt. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr sonst noch für Videos wollt. Wollt ihr eher Super Mario Bros. Oder wollt ihr Zelda? Ist völlig euch überlassen, also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dankeschön. So. Und ihr seht schon, die Gegner werden mehr. Ja. Und ich treffe hier niemand. Perfekt. Was auch lustig ist, ist den Cooper zu rollen. Und hier oben seht ihr meine Münzen. Jetzt habe ich 99. Wenn ich 100 erreiche, kriege ich ein Leben dazu. Das ist auch sowas. Wenn ich alle Leben verliere und Game Over gehe, dann muss ich komplett von vorne an, anfangen. Oh, und das ist auch cool. Das ist eine Kletterpflanze. Zumindest nenne ich sie immer so. Ich weiß nicht mal, ob die so wirklich heißt. Ranke. Ich nenne sie immer Kletterpflanze. Und ja, eine schöne Melodie gibt's hier auch. Mir fällt auf, die diese Melodie, wo hier im Hintergrund läuft, die hat es in der Game Boy Advance Version auch nicht. Also ich bin gerade wirklich stark beeindruckt von dieser All-Stars Version. Ach, und hier weiß ich, ist eine Feuerblume drin. Aber die Steuerung am PC ist etwas. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme.
Wir müssen da drauf uns ducken und dann... Ja, ich glaube, ich lasse es. Ja. Hat keinen Sinn. Vor allem, wir haben ja eh schon eine Feuerblume und... Ach, uns läuft wieder die Zeit davon. Das hier ist eine Sprungfeder. Stimmt. Den Namen Sprungfeder habe ich mir auch selbst überlegt. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Ja, Trampolin? Ja. So, und an dieser Stelle war es das eigentlich auch schon mit dem ersten Part. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Ciao.